Was haben wir es uns hier schön gemütlich gemacht? Wir sind jetzt mal bewusst aus unserem Pearl TV Sommergarten, haben wir uns zurückgezogen in den Schatten, denn es sind hier schon wirklich tropische Temperaturen. Nun muss man dazu sagen, das ist hier erst der Anfang. Wir haben heute, glaube ich, 25 Grad. Es ist schon ordentlich heiß. Und wenn man sich dann aber mal vorstellt, das soll diesen Sommer teilweise über 40 Grad geben, dann denke ich mir, ja, wie soll das denn werden? Mal eben schnell ins Freibad, könnte ja schwierig werden. Aber was halten Sie davon, wenn wir uns so ein bisschen Freibad-Atmosphäre, dieses kühle Lüftchen uns nach Hause holen? Geht nicht, glauben Sie? Das geht. Und wie das funktioniert, das verrät uns Ralf. Ja, das geht ganz sicher, nämlich im Großen, aber auch im Kleinen. Und mit dem Kleinen fangen wir an, wie sich diese Temperaturen einfach ein bisschen angenehmer machen. Und Anne-Kathrin hat sich sofort einen unserer tollen Zerstäuber unter den Nagel gerissen. Und hier bekommen Sie ein Zweier-Set. Und das ist ganz genial. Da füllen Sie ganz einfach Wasser ein. 75 Milliliter passt rein. Und das ist so eine Pumptechnik. Sie bauen durch Pumpen, also ganz ohne Batterie und Stromversorgung, einen leichten Druck auf. Und jetzt haben wir oben so einen ultrafeinen Zerstäuber. Und da drücken Sie drauf. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz feiner Wassernebel heraus, mit dem Sie Ihren Körper eben abkühlen können. Übrigens auch hier natürlich das Zauberwort Verdunstungsluftkühlung, denn das beträufeln Sie praktisch auf Ihre Arme oder auch ins Gesicht oder Hals. Und es verdunstet sofort auf der Oberfläche. Und das heißt, die perfekte Kühlung ist da, weil Sie wissen, wenn Wasser verdunstet, wird Wärme entzogen. Und so machen Sie sich auch unterwegs die heißesten Temperaturen erträglich. Und das passt in jede Tasche, passt in jede Handtasche und hat auch noch eine ganz praktische Handschlaufe. Man kann das also auch mal beim Spazierengehen oder bei Wanderungen problemlos mitnehmen. Und immer wenn es Ihnen oder den Kindern oder den Enkeln zu heiß wird, wird da ein bisschen mit dem Wasser eben hier zerstäubt. Und das kann man dann auch immer wieder füllen, weil es ist natürlich reines Leitungswasser oder Brunnenwasser oder Bachwasser. Was wir hier reinmachen, ist angenehm, oder? Es ist sehr, sehr angenehm. Vielleicht kennen Sie, es gibt so Wasser aus der Sprühdose. Gibt es zum Beispiel in der Apotheke oder Drogerie, dieses Thermalwasser. So kann man sich das vorstellen. Nur das ist richtig teuer. Das gibt es in so ganz kleinen Flaschen. Da kostet so eine kleine Flasche um die 5 Euro. Und jetzt schauen Sie mal auf unseren Preis. 9,45 Euro. Das ist ein Highlight. Und nicht nur für eine Flasche, sondern für gleich zwei. Und mit zwei Flaschen meine ich nicht Ralf und mich, sondern tatsächlich hier unsere Pumpdruck-Wasserzerstäuber mit der Bestellnummer NC 9521 und der 569. Die sind Gold wert, du hast es gesagt. Auch wenn man wandern ist, mal so ein bisschen Bachwasser. Ideale Abkühlung. Und apropos ideale Abkühlung, das ist auch unser nächstes Produkt. Und das ist nicht nur ideal, das ist auch noch brandneu. Das wurde weiterentwickelt von unserem Bestseller aus dem letzten Jahr. Stimmt's, Ralf? Ja, und letztes Jahr kaum vorgestellt, war es ausverkauft. Und wer da nicht gleich reagiert hat, der ging halt leer aus. Hier sehen Sie unseren Tischluftkühler, den Sie überall, nicht nur auf dem Tisch, sondern natürlich auch auf der Arbeitsplatte in der Küche oder auf dem Schreibtisch oder auch auf dem Nachttisch verwenden können. Ganz einfach hingestellt. Und jetzt haben wir hier einen großzügigen Ventilator, der in drei Stufen zuschaltbar ist. Und das bringt schon mal eine gefühlte Abkühlung. Aber das Sensationelle und technisch Neue ist hier, dass wir hier auch mit der Verdunstungstechnologie arbeiten. Allerdings auf eine bisschen andere Art und Weise mit einem unglaublich hohen Wirkungsgrad. Hier hinten, da sehen Sie jetzt hier an dem Deckel, da ist ein Wassertank. Halber Liter Wasser, reines Leitungswasser kommt hier herein. Und wenn Sie das getan haben und Sie schalten ihn an, wird jetzt durch einen Ultraschallvernebler dieses Wasser mikroskopisch klein vernebelt im Vordergrund und dort verdunstet es bei diesen Temperaturen sofort und der Ventilator, der sprüht Ihnen oder bläst Ihnen dann diese Meeresbrise ins Gesicht. Das ist eine, schon können wir wirklich sagen, eine Revolution, was Tischluftkühler angeht, weil der ist so unglaublich effektiv und wirkungsvoll und er wird Ihren Sommer, egal wie heiß er wird, erträglich machen. Das Schöne ist, Anne-Kathrin, der wiegt gerade mal knapp über 700 Gramm. Wir können den also überall hin mitnehmen, ob es im Büro ist, wo es Ihnen so heiß ist, ob es beim Kochen in der Küche ist oder auf der Terrasse, wie wir hier sitzen. Nur Sie drehen ihn dann bitte um. Ich habe ihn jetzt natürlich zu Ihnen gerichtet. Da schauen Sie rein in diese Lamellen und dann können Sie sich eben von der Meeresbrise verwöhnen lassen.
Und da ich ja eine Frau bin, müssen wir natürlich auch mal über die Optik sprechen. Ich finde, der sieht ultra schön aus. Man denkt ja immer, so ein kleiner Würfel, ja, kann das was taugen? Wir haben wirklich hier gemessen mit einem Thermometer. Das war der Wahnsinn, dieser Temperaturunterschied. Kleiner Würfel für kleines Geld mit 28,45 Euro, aber ein enorm großer Wirkungsgrad und natürlich auch noch als Nachtlicht verwendbar. Richtig, also gerade wenn es dann in die Dämmerung auf der Terrasse geht oder auf dem Nachttisch, kann ich hier oben noch ein Stimmungslicht einschalten in 7 Farben. Also Ihre Lieblingsfarbe ist mit Sicherheit auch dabei. Und dann ist er noch schöner. Du hast gerade von der Optik gesprochen. Die Optik ist natürlich ein toller, toller Nebeneffekt. Das Hauptsächliche ist natürlich diese ultimative Kühlung, die wir hier haben. Das ist wohl eines der kleinsten Klimageräte dieser Welt und unglaublich effektiv, weil hier eben diese Verdunstung des vernebelten Wassers durch Ultraschallvernebeln des Wassers hier mit einberechnet wird. Und wer da davor steht, wird eben die Meeresbrise auf der Haut eben sofort erfahren, wo immer er ist. Und da sollten Sie aber, nee, Sie müssen, wenn Sie diesen kleinen Mini-Luftkühler zu Hause haben wollen, müssen Sie schnell sein. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt, vorgestellt, ausverkauft, nichts mehr gewesen. Das wird dieses Jahr ganz ähnlich sein. Die Verkaufszahlen zeigen das. Und dementsprechend können wir sagen, wenn dann der Hochsommer dann da ist, der beginnt ja auch in wenigen Tagen, Wochen, ja, dann wird dieses Gerät ausverkauft sein. Deshalb jetzt clever sein und gleich anrufen. Und bei dem Preis, Anne-Kathrin, ist das wohl auch keine Kunst. Der Preis ist ein Wahnsinn. 28,45 Euro. Und wissen Sie was? Für den Preis bekommen Sie sogar noch hier unseren Netzstecker mit dazu. Es ist alles dabei, was Sie brauchen. Und das mit der Bestellnummer NX4765 und der 569. Sie dürfen natürlich auch gerne 2-3 Mal bestellen. Statten Sie natürlich alle Räume damit aus. Statten Sie auch Ihre Büroräume damit aus. Stellen Sie ihn ins Schlafzimmer, damit Sie schlafen können. Das, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Also hier haben wir wirklich fantastische Geräte zu sensationellen Preisen. Und apropos fantastisch, ist auch unser nächster Verdunstungsluftkühler. Unsere nächsten 5, das können wir ruhig sagen, weil die sind jetzt für Räume, wo Sie sich Räume oder auch die Terrasse angenehm kühl machen können mit diesem intelligenten System der Verdunstungsluftkühlung. Wir beginnen mit einem Gerät für kleine bis mittlere Räume. Das steht hier vor mir und Sie sehen die riesengroße Ventilationsfläche schon mal, die ich jetzt einschalten kann in 3 Stufen, Springfunktion rein. Dann wird schon mal die bewegte Luft im Raum verteilt. Das hilft in vielen Fällen. Jetzt im Moment würde das unter Umständen schon reichen, aber du hast es vorhin gesagt, wir haben jetzt 25 Grad und es werden nicht nur 35, sondern bis zu 45 Grad im Schatten dieses Jahr in Deutschland in der Spitze erwartet. Ja, das sagen sich, da sind sich eigentlich alle Experten einig. Und dann brauchen Sie technische Hilfsmittel und so ein Verdunstungsluftkühler ist genau das Richtige. Und es ist, und das gilt für alle unsere Verdunstungsluftkühler, die clevere Alternative zur Klimaanlage. Das sei hier mal gesagt. Und nicht nur tagsüber, sondern auch nachts. Und ich weiß, dass unsere Anne-Kathrin eher kälteempfindlich als hitzeempfindlich ist. Aber wenn es da mal richtig stickig und warm in der Nacht wird, dann brauchst auch du ein bisschen Unterstützung, oder? Allerdings. Also man muss wirklich dazu sagen, ich liebe Wärme. Ich fahre auch im Sommer mit Sitzheizung. Aber das, was ich letztes Jahr erlebt habe, selbst ich kam um einen Verdunstungsluftkühler nicht drumherum. Weil man kann dann ja auch nicht schlafen. Man kann sich nicht konzentrieren. Ich sage immer, der Kopf ist wirklich wie so eine Matschbirne. Ja? Die Konzentration lässt nach. Man ist ständig gereizt und genervt und man weiß gar nicht, warum. Und dann geht es in der Nacht weiter. Man wälzt sich von links nach rechts. Letztes Jahr, das war ein katastrophaler Sommer und der wird auch dieses Jahr sogar noch schlimmer werden. Das sagen nämlich Experten, denn zum Beispiel der Spiegel hat kürzlich erst darüber berichtet von einem Hitzesommer. Ich möchte Ihnen das ganz gerne mal vorlesen, weil es war ein sehr interessanter Bericht darüber. Experten warnen schon jetzt, er könnte außerordentlich heiß werden. Dieser Sommer könnte Rekorde brechen. Die Weltwetterorganisation warnt vor einem Hitzesommer in der nördlichen Hemisphäre. Das heißt, 2020 war er eines der heißesten Jahre oder wird eines der heißesten Jahre seit Beginn der Messungen werden, sagte hier ein Sprecher. Und deswegen kommt man um so einen Verdunstungsluftkühler nicht drum rum. Gerade wenn man auch sehr empfindlich ist, was zum Beispiel auch Klimaanlagen betrifft, macht man ja hiermit alles richtig, weil man wird ja auch nicht krank. Richtig. Natürlich müssen wir sagen, es gibt Räumlichkeiten, da kommt man um eine Klimaanlage nicht rum. Dachgeschoss schlecht isoliert, 40 Grad, dann brauchen Sie eine Klimaanlage. Aber wenn Sie in normalen Räumlichkeiten wohnen,
Kommunen, dann ist ein Verdunstungsluftkühler die geniale, die beste Alternative zur Klimaanlage. Und dann gibt es ganz, ganz viele Vorteile. Erstens mal schon die Anschaffungskosten und die Unterhaltskosten. Anschaffungspreis hier, Sie sehen es, knapp über 100 Euro bei einer Klimaanlage, ab 400 Euro aufwärts. Der Energiebedarf ist bei einer Klimaanlage bei 1500 bis 2500 Watt, je nach Größe, je nach Modell. Hier bei unserem ersten Modell gerade mal bei 70 Watt. Sie sehen, weniger als ein 20stel. So, und da geht es mal richtig an Geldbeutel und da kann man intelligent sparen. Wie die Verdunstungskälte, die Verdunstungskühlung funktioniert, werde ich Ihnen gleich noch erklären und auch noch andere Vorteile. Aber wenn Sie jetzt sagen, für mittlere bis kleinere Räume, das ist genau mein Verdunstungsluftkühler, dann rufen Sie jetzt bitte an. Der ist noch lieferbar, aber die Betonung liegt auf noch. Das wird nicht mehr lange so sein. Es sei denn, Sie sind jetzt klug und gehen sofort zum Telefonhörer. Die Bestellnummer ist die NX1528 und die 569. Und das zu einem fantastischen TV-Sonderpreis, der nur jetzt für Sie exklusiv als Pearl TV-Zuschauer freigeschaltet ist und auch nur die nächsten 2 Stunden. Wichtig ist für Sie zu wissen, dass Sie an alle Bestellnummern hinten die 569 hängen. Und dann kommt er für 113,95 Euro zu Ihnen nach Hause. Und wir machen weiter mit dem nächsten Verdunstungsluftkühler. Und auch das ist natürlich sehr angenehm. Das fühlt sich an wie so ein zarter Windstoß, wie ich das hier gerade in meinen Haaren spüre. Es ist hier schon richtig heiß. Das macht es aber auch erträglich durch die Verdunstungsluftkühler. Richtig. Und hier sind wir jetzt bei einem Gerät, das eben schon eine riesengroße Ventilationsfläche hat. Das sehen Sie jetzt hier, glaube ich, auch deutlich. Ist also auch für mittlere bis große Räume bestens geeignet. Hier ebenfalls Verdunstungsluftkühler. Und übrigens, alle unsere Verdunstungsluftkühler sind natürlich mit einer Fernbedienung ausgestattet, sodass man die jederzeit auch vom Bett aus oder vom Sofa aus zuschalten kann. Natürlich auch hier erstmal 3 Ventilationsstufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das reicht. Im Moment würde es ausreichen, aber im Hochsommer wird es eben nicht mehr reichen. Und dann die zuschaltbare Verdunstungskälte. Und was passiert bei der Verdunstungskälte? Das ist ganz einfach. Und zwar in jedem unserer Geräte ist ein Wassertank. Und sobald Sie das zuschalten, wird eine Wabenstruktur im Inneren des Geräts mit Wasser vernetzt. Auf dieser Oberfläche wird Wasser sofort verdunstet. Beim Verdunsten von Wasser wird Wärme entzogen, also entsteht im Umkehrschluss Kälte und diese um 3 bis 5 Grad kältere Luft wird jetzt nach vorne mit dem Ventilator im Raum verteilt und somit haben wir eben dieses Gefühl einer Meeresbrise, was unglaublich angenehm ist und auch die höchsten Temperaturen plötzlich erträglich macht. Ich war bei den Vorteilen im Vergleich zur Klimaanlage und da kommen wir gleich zu Punkt Nummer 3. Ich darf unseren Verdunstungsluftkühler aufstellen, wo immer ich möchte. Mitten im Raum oder auch auf der Terrasse, weil erstens mal hat er keinen Abluftschlauch. Das ist was ganz Wichtiges. Also ich brauche nicht an der Außenwand mit Fenster, um Abluft rauszuführen. Das ist bei einer Klimaanlage übrigens unbedingt notwendig. Und ich darf einen Verdunstungsluftkühler auch im Freien benutzen. Und das könnte auch sein, wenn Sie im Schatten in Ihren Lounge-Möbeln sitzen und sagen, jetzt ist es selbst im Schatten zu heiß, dann holen Sie sich den Verdunstungsluftkühler und lassen Sie sich diese Meeresbrise um die Ohren fegen. Ein weiterer Vorteil ist, man kann bei einem Verdunstungsluftkühler ohne Probleme stundenlang in diesen kühlenden Strahl hineinsitzen. Man wird nicht krank werden. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin krank geworden wegen Verdunstungsluftkühler. Aber ich glaube, bei der Klimaanlage haben Sie das, die meisten von Ihnen, selber schon mal gespürt oder zumindest direkt Erfahrung im direkten Umfeld, weil da sitzt man in so einem Strahl einer Klimaanlage und am nächsten Tag liegt man mit sogenannter Sommergrippe im Bett. Das kann eben bei einem Verdunstungsluftkühler auf keinen Fall passieren. In Zeiten der Klimaerwärmung sind Hitzewellen mit Rekorden noch mal deutlich wahrscheinlicher geworden. Die Weltwetterorganisation warnt vor einem Hitzesommer. Auch das aktuell bei wetter.de zu finden. Also Sie sehen es, das ist wirklich Wahnsinn, was die Presse momentan darüber berichtet. Hier ist der Beweis, hier ist natürlich der Artikel, von dem ich gerade gesprochen habe. Und ich meine, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das werden Sie bestimmt überall schon verfolgt haben. Das liest man ja in der aktuellen Zeitung, das liest man überall. Und mir macht das ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst. Also unser Körper ist für 43 Grad einfach nicht geschaffen. Und deswegen können wir nur sagen, statten Sie sich jetzt aus. Eins für Balkon, Terrasse, Garten. Dann natürlich fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, am besten für jeden Raum. Die sind ja auch mobil einsetzbar durch die Rollen. Die können Sie natürlich überall einsetzen. Sie werden nicht krank. Und noch haben wir sie. Das können wir nicht oft genug sagen. Denn vielleicht sind Sie gerade Stammzuschauer und wissen, ja, im letzten Jahr, da habe ich keinen mehr bekommen, weil ich einfach
einfach zu spät war. Und die Saison hat jetzt erst begonnen. Jetzt ist heute so richtig der erste heiße Tag. Deswegen statten Sie sich aus, gehen Sie jetzt sofort in die Leitung und den sichern Sie sich auch noch versandkostenfrei, denn Sie wissen ja, ab 150 Euro fallen die Versandkosten weg. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers übrigens von 280 Euro. Also sieht man auch mal, was da für eine Technik dahinter steckt. Ja? Das sind wirklich ganz besondere Geräte, die wir Ihnen hier anbieten dürfen. Und apropos besondere Geräte, den einen findet Ralf besonders, nämlich so besonders, dass er ihn bereits zu Hause hat. Ja, und das schon viele Jahre. Der hat mir also auch die letzten heißen Sommer über die Nächte, hauptsächlich über die Nächte hinweg geholfen. Das ist dieses Gerät. Es ist, wir sehen das auch schon mit der riesengroßen Ventilationsfläche und auch sehr flexibel, weil auch der Verdunstungsluftkühler auf Rollen steht. Das heißt, ich kann den einstellen, so wie ich ihn brauche. Und ich möchte Ihnen hier nur mal sagen, was ich tue in diesen tropischen Nächten. Ich komme hoch ins Schlafzimmer und stelle ihn so halb schräg Richtung mein Bett. Dann mache ich die Gebläsestufe auf 2, ja, und drei Stufen hat er, und schalte dann die Swing-Funktion ein und dann noch die Verdunstungskälte. Dann schalte ich die Timer-Funktion noch ein, weil je nachdem, wie heiß es ist, 2-3 Stunden reichen dann vollkommen. Dann schlafe ich tief und fest, und eben, was hier ganz, ganz wichtig ist, dann kann auch der Verdunstungsluftkühler in den sogenannten Standby-Betrieb gehen, obwohl bei 110 Watt hier Stromverbrauch kann er auch die ganze Nacht laufen, wenn es so extrem heiß wird, wie viele sagen. Ein Ionisator ist noch mit drin, also ein Luftreiniger, wenn es dann am Morgen einfach mal ein bisschen muffelt, das kann ja bei den Temperaturen noch schneller passieren, dann schaltet man den zu. Und hier, also dieser Verdunstungsluftkühler, da kann ich nur beide Daumen hoch machen, der sorgt bei mir wirklich dafür, dass ich tief und fest schlafe, aber nicht nur für den Schlaf wird er gut sein, sondern auch Sie, wenn Sie den tagsüber gebrauchen, der steht ja ganz bequem auf Rollen, ich darf den im Wohnzimmer benutzen und oder auch draußen auf der Terrasse, überall, wo Sie eine Meeresbrise brauchen. Hier sehen wir die Technik nochmal, gerade eingeblendet mit dieser Wabenstruktur, auf der zuschaltbar Wasser vernetzt wird, Wasser verdunstet, entzieht Wärme, die kältere Luft wird nach vorne herausgepustet. Und das ist übrigens keine Erfindung eines Menschen, es ist ein physikalisches Grundgesetz, welches jeder von uns, auch Sie, schon mal am eigenen Leibe erfahren haben. Nämlich genau dann, wenn Sie das letzte Mal schwimmen waren, im Hochsommer, im Freien. Sie kommen aus dem erfrischenden Wasser in das 30, 35, vielleicht sogar mehr Grad warme Wetter, also in die Luft, und fangen plötzlich an, Gänsehaut zu bekommen. Warum? Weil das Restwasser auf Ihrer Hautoberfläche verdunstet. In dem Moment wird Wärme entzogen und deshalb fangen wir an zu frieren. Und deshalb hat auch jeder von Ihnen, zumindest wenn Sie Kinder haben, einen Satz schon mal zu den Kindern gesagt: Komm her, trockne dich ab, sonst erkältest du dich. Das ist eben das Prinzip der Verdunstungskälte, und das ist hier 1:1 mit eingebaut, und es funktioniert zu 100% immer. Das funktioniert, und der Preis ist natürlich auch ganz fantastisch von 180,45 Euro, weil man kann dann natürlich auch enorm zu seiner Gesundheit dazu beitragen, denn die Hitze macht uns krank. Das sage nicht ich, das sagen Ärzte, und darüber hat kürzlich sogar viele, viele Medien berichtet, oder viele Medien haben darüber berichtet, zum Beispiel auch das Erste, und diesen Artikel, den können wir uns mal gemeinsam anschauen. Schauen Sie mal, diese Auswirkung hat die Hitze auf uns. Hitze strengt an, strapaziert Körper und Geist, und sie erschöpft, verschlimmert Grunderkrankungen und kann zu Hautschäden und bis hin zum Hitzeschlag führen. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Also Sie werden das vielleicht auch im letzten Jahr schon festgestellt haben. Ne? Man bekommt dann so Kreislaufprobleme. Man kann sich kaum noch konzentrieren. Plötzlich fängt es an, dass die Beine anschwillen, die Hände. Im letzten Jahr, ich habe meine Ringe kaum noch von den Händen bekommen. So war alles bei mir auch zugeschwollen. Ja, bei Ihnen auch. Sie brauchen unbedingt so einen Verdunstungsluftkühler. Das ist was ganz, ganz Angenehmes. Die zarte Meeresbrise, wie es Ralf immer so schön formuliert. Und die zarte Meeresbrise gibt es jetzt für 180,45 Euro mit der Bestellnummer NC 57 69 und der 569. Wie gesagt, kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Da kommt ganz normales Leitungswasser rein, und sie sind noch lieferbar. Und apropos von noch lieferbar, da kommen wir schon zu Ausverkauf, weil die haben wir das erste Mal vorgestellt. Lass und die uns waren erst noch eine Kleinigkeit vorher zeigen. Weil's nämlich aber richtig, die waren auch beliebt. Richtig, die sind auch beliebt. Jetzt haben wir eine Kleinigkeit für Sie, wenn es richtig heiß wird für unterwegs. Und zwar ein Zweierset, das ist auch wichtig. Und hier haben wir einen kleinen Ventilator, den ich oben einschalten kann. Du musst nur hinten auf den Knopf drücken. Und wir haben unten einen Wassertank. Da passen 300 Milliliter Wasser rein.
Und sobald ich die mit einer Hand, ist das alles ein bisschen schwierig. Ja. Leg ruhig das andere mal weg, ich zeig's dann. Einschalten, der Ventilator läuft und jetzt den Zerstäuber benutzen und dann haben wir diese unglaubliche Kühlung. Und das ist eben phänomenal für unterwegs, für die Wanderung oder natürlich auch, wenn man draußen im Garten sitzt oder auch gerne mal, wenn man im Schwimmbad ist, was man nicht alle 5 Minuten ins Wasser muss, dann erstmal der Ventilator hilft schon, aber jetzt dieser Wasserzerstäuber, das ist halt wieder genial. Dann nimmt man sich die Frische mit. Hier ein Zweier-Set dieser wunderbar erfrischenden Tischventilatoren für Sie. Natürlich wieder zum absoluten TV-Sonderpreis und du genießt es. Hm? Schauen Sie mal, wenn ich hier drauf drücke, da kommt wieder ganz feiner, mikro-ultrafeiner Wassernebel hier. Schauen Sie mal, sehen Sie das? Das ist ja toll, oder? Das ist ganz, ganz angenehm. Und dann, wie gesagt, noch in Kombination mit dem Ventilator ein Träumchen. Das kann ich Ihnen nur sagen. Für 9,45 Euro ist das natürlich auch ein Highlight, was auch Sie jetzt bestellen können mit folgender Bestellnummer. Das ist die NC9522 und die 569. Hier das Zweier-Set unserer Handventilatoren für 9,45 Euro. Dann hat man eins für unterwegs, eins für zu Hause oder Sie bestellen gleich mehrere Sets, vielleicht auch für die Kinder und die Enkelkinder. Und als Kind findet man es ja auch total lustig, ja, weil man sich dann gegenseitig vollsprühen kann. Das ist schon was Praktisches und Nützliches zugleich für 9,45 Euro. So, und jetzt kommen wir zu den Geräten, was ich schon ganz groß angeteasert habe, weil ich kaum noch erwarten kann, bis die endlich wieder da sind. Ja, Sie haben es gehört, die sind derzeit ausverkauft, weil hier bekommen Sie die allerneueste Technik, wenn es um Verdunstungsluftkühler geht. Man kann sogar sagen, eine neue Liga der Kältetechnik, soweit würde ich gehen. Wir haben die einmal vorgestellt, schon Anfang März, da waren sie sofort ausverkauft. Aber wir haben nochmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie in wenigen Tagen nochmal lieferbar sind. Aber ich kann Ihnen jetzt gleich sagen, wenn diese Lieferung weg ist, dann war es das für dieses Jahr. Was ist das Besondere an diesen beiden Geräten? Fangen wir mit dem etwas kleineren an. Also wir haben ganz offensichtlich wieder einen wunderbaren Turmventilator mit Swing-Funktion, der in drei Stufen zuschaltbar ist, aber jetzt ebenfalls die Verdunstungsluftkühlung, die ich ebenfalls zuschalten kann. Was hier jetzt aber das Revolutionäre ist, ist ein sogenanntes Peltier-Element, weil Sie wissen, Wasser wird vernetzt auf einer Wabenstruktur, das verdunstet, dadurch wird Kälte erzeugt. Hier wird aber das zu verdunstende Wasser erstmal durch dieses Peltier-Element auf 8 Grad heruntergekühlt und dieses 8 Grad kalte Wasser wird dann verdunstet und dadurch haben wir einen wesentlich höheren Wirkungsgrad hier. Also das heißt, wir haben es ja selber schon live in der Sendung gemessen. Messbar, ja. Ein Temperaturunterschied bis zu 10 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Und wenn wir hier jetzt davor stehen und uns den Strahl auf die Haut rieseln lassen, dann haben wir sogar gefühlt einen Temperaturunterschied von 15 Grad. Und das ist genau das, was wir alle dann im Hochsommer brauchen. Die Nachfrage riesengroß, auch jetzt im Moment wieder. Und auch diese jetzt in wenigen Tagen kommende Lieferung ist schon zum Großteil vorreserviert. Und wer da noch dabei sein will dieses Jahr, der muss jetzt clever genug sein, eben sich auch auf die Reservierungsliste schreiben zu lassen, damit sie dann auch noch eins dieser wirklich revolutionären Verdunstungsluftkühlergeräte diesen Sommer zu Hause haben werden. Also wenn Sie unseren Tipp und unsere Empfehlung wollen und selbst wenn Sie schon einen Verdunstungsluftkühler haben, dann gleich noch so einen mit Peltier-Element dazu bestellen. Das ist eine ganz andere Liga. Die sind brandneu bei uns und jetzt schon ausverkauft. Ich finde, das sagt doch alles, oder? Das sagt natürlich auch aus, was das für eine Leistung ist, die dahinter steckt, wie viele begeisterte Zuschauer wir auch haben, die unsere Verdunstungsluftkühler dann auch weiterempfehlen. Wir bedanken uns natürlich auch an dieser Stelle ganz recht herzlich für die Bestellung und wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Sie haben alles richtig gemacht, ja, so wird der Sommer zu Ihrem Sommer, da erinnert man sich dann auch gerne daran, weil niemand erinnert sich gerne an einen Sommer, wo alle nur schimpfen und sagen, oh, furchtbar, diese Temperaturen. Sie erinnern sich an einen wunderschönen Sommer, machen Sie es besser draus, genießen Sie der Zeit und ja, Sie können sich theoretisch sogar davor setzen, ja, und es ist auch für Kinder super natürlich, wenn die dann im Kinderzimmer auch schwitzen, auch da kann man die ja perfekt aufstellen. Selbstverständlich, in allen Innenräumen, ohne Rücksicht auf die Fenster und vor allem auch draußen. Und hier haben wir wirklich in Verdunstungstechnologie eine Leistung, die ganz nah an eine Klimaanlage rankommt, aber trotzdem mit allen Vorteilen eines Verdunstungsluftkühlers.
Luftkühlers. Also hier, so ganz wenig Strombedarf, 120 Watt. Kein Abluftschlauch vonnöten. Ich kann den überall auch innen und außen verwenden. Übrigens, wenn ich Luftkühler innen verwende, darf ich selbstverständlich auch die Fenster aufmachen. Das wäre bei einer Klimaanlage auch verboten. Und man kann sich, das hast du gerade schön gesagt, hier stundenlang davor setzen, ohne krank zu werden. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Vorteil. Ach, klingt das nicht toll? Ja, lassen Sie das nicht einfach nur toll klingen. Erfüllen Sie sich doch mal diesen Wunsch. Ich meine, das hat ja auch nichts mehr mit Luxus zu tun. Das ist ja was, was auch zu unserer Gesundheit beitragen kann. Denn wir wissen, wer auf Dauer nicht gut schläft, und Sie erinnern sich ja an letztes Jahr, wenn man schlaflose Nächte hat, dann macht uns das auf Dauer krank, weil Schlaf ist ganz, ganz wichtig für unser Immunsystem und nicht nur für uns. Jeder leidet darunter, die Kinder, die Tiere. Es ist wirklich was Fantastisches, nicht nur für das ganze Jahr, sondern für jeden. Und für jeden ist auch unser nächstes Produkt ebenfalls mit ganz, ganz neuer Technik, nämlich mit einem eingebauten Peltier-Element. Aber es ist noch mal ein Stückchen größer. Stimmt's, Ralf? Richtig. Während wir beim ersten hier bei mittleren bis kleine bis mittlere Räume waren, sind wir hier schon bei mittleren bis richtig großen Räumen. Wir sehen das räumlich schon größer. Auch die Leistung ist noch ein bisschen höher mit 200 Watt. Immer noch verschwindend gering im Vergleich zum Strombedarf einer Klimaanlage, aber jetzt unglaublich leistungsfähig. Und hier in 4 Stufen zuschaltbar, sogar das Gebläse mit Zwingfunktion, Verdunstungsluftkühlung und im nächsten Schritt, wenn das nicht mehr reicht, dann das zuschaltbare Peltier-Element, welches hier dafür sorgt, nochmal das Wasser, was sich unten im Tank befindet, erst auf 8 Grad herunterzukühlen, dann wird es verdunstet und somit wird diese Kühlleistung um ein erhebliches erhöht. Wie gesagt, wir haben es hier schon live in Sendungen gemessen mit einem Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur von 10 Grad. Hier haben wir selbstverständlich auch eine Timer-Version, was hier auch noch mit drin ist. Das halte ich im Sommer auch für ganz wichtig. Das ist ein Luftreiniger, ein Ionisator, weil Sie wissen das selber, bei den hohen Temperaturen entstehen dann auch mal Gerüche, die man eigentlich gar nicht möchte, und die kann ich damit ohne Chemie ebenfalls beseitigen. Also das noch ein toller Nebeneffekt. Der Haupteffekt ganz klar, dass Sie den Sommer genießen können. Egal wie heiß es wird, Sie setzen sich einfach vor Ihren neuartigen Verdunstungsluftkühler und werden diese Meeresbrise auf Knopfdruck genießen. Ob das innen oder außen ist, das ist ganz, ganz egal. Er ist unglaublich effektiv, ist stromsparsam, hat aber eine unglaubliche Effizienz. Und das könnte Ihr Retter des Sommers sein, weil du hast es vorhin gesagt, das kann unser Sommer werden, das kann Ihr Sommer werden, wenn Sie sich clever vorbereiten. Weil ich glaube, wenn wir mal mehrere Tage über 35 Grad haben, dann hört es auf mit dem Strahlen und sich freuen über schöne Wetter. Dann geht es eben wieder ins Jammern hinein. Ja, dann jammert man über die Hitze. Hören Sie auf zu jammern. Holen Sie sich die richtigen Geräte. Und dieser Luftkühler mit dem Peltier-Element ist eben die neue Liga der Kältetechnik. Eine ganz neue Liga. Das ist die Revolution der Verdunstungsluftkühler. Ganz brandneu bei uns und jetzt schon ausverkauft. Aber nicht erst warten, bis Sie dann Mitte Juni erst kommen und dann erst bestellen, sondern jetzt bestellen, weil ein Großteil der Nachlieferung ist jetzt schon vorbestellt und reserviert. Und vor allen Dingen, nur jetzt sichern Sie sich ja jetzt auch den TV-Sonderpreis. Also Sie werden sich ärgern, wenn Sie jetzt nicht zugreifen, sonst heißt es dann hätte, hätte Fahrradkette. Ja, hätte der Sommer doch so schön sein können, hätte ich damals mal bei Pearl TV bestellt. Weil so viele Kunden sind begeistert. Wir bekommen jeden Tag so viele Kundenzuschriften von Kunden, die sagen, ich danke Pearl TV, dass es so etwas gibt, dass ihr das möglich macht. Schauen Sie, es gibt auch so viele Menschen, die zum Beispiel sich dann nicht irgendwo mal in den Garten legen können. Es gibt auch einige Kunden, die uns immer schreiben, dass sie zum Beispiel eine bettlägerische Mutter haben, ja, oder dass sie zum Beispiel auch nicht richtig laufen. Sie ins Bett gefesselt oder im Rollstuhl und dann ist das Gold wert. Sie können sich ja sogar direkt davor setzen, ohne krank zu werden. Ist das nicht toll? Und Sie müssen jetzt nur schnell sein und vorbestellen. Die Bestellnummer ist die NX1534 und die 569. Und Ralf, man kann die auch wunderbar miteinander kombinieren, oder? Ja, natürlich. Mal einen großen für die große Zimmer oder für die große Terrasse und die kleineren für die kleinen, für die Kinderzimmer. Also jetzt sind noch alle lieferbar, beziehungsweise diese beiden Geräte noch vorbestellbar. Aber das wird nicht mehr lange so sein. Und Sie wissen das selber, wenn jetzt, heute ist in Deutschland übrigens der erste Hitzetag dieses Jahr, das sind Tage über 30, wenn dann mal die Megahitze, also über 35 oder 40 Grad kommen, dann wird es nirgendwo mehr auch nur einen Ventilator geben. Deshalb clever sein, jetzt schon hier diese beiden Geräte vorbestellen, damit Sie bei der nächsten Lieferung in wenigen Tagen dabei sein sollen. Oder wenn Sie sich für einen der anderen entschieden haben, dann jetzt auch bestellen, bevor die ausverkauft sind. Weil wenn diese Lieferung hier ausverkauft ist, sind die dieses Jahr dann auch nicht mehr verfügbar. Zeigen Sie bitte, dass Sie clever sind und dann genießen Sie den Sommer.
Die Bestellnummer ist die NX1534 und die 569. Die 569 ist immer ganz, ganz wichtig bei all unseren Verdunstungsluftkühlern und bei all unseren Artikeln, weil nur dann sichern Sie sich die fantastischen TV-Sonderpreise. Und dann können Sie, wenn der dann demnächst bei Ihnen zu Hause steht, können Sie sagen, wer braucht schon Freibad, wer braucht schon Urlaub, wer braucht schon einen Baggersee, wenn man doch so einen Verdunstungsluftkühler hat. Weil damit holt man sich hier die zarte Meeresbrise zu Ihnen nach Hause. Sie müssen nur ganz schnell sein und anrufen und dann bestellen. Also viel Spaß!